Herzlich willkommen bei dem zweiten Video unserer sagenumwobenen Videoreihe für neue Teilnehmer bei Ralf Stumpf Seminare. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Genau, wir haben im ersten Teil schon gecliffhanged zum Thema, das erste Video geht darüber, was sollte ich vor dem ersten Seminar wissen. Jetzt geht das was während des Seminars und dann kommt gegen Ende. Und dieses Video könnte möglicherweise kürzer werden. Ja, vielleicht. Wir bemühen uns, weil wir jetzt eigentlich über ein paar Online-Sachen reden werden, zu denen wir nochmal ein extra Video machen, wo wir die ganzen Online-Ressourcen vorstellen. Darum erwähnen wir die jetzt nur oberflächlich. Genau. Und das große Thema ist ja, wie kann ich mich mit den anderen Teilnehmern vernetzen? Und dazu haben wir auf jeden Fall zuerst das Forum. Ja. Und in dem Forum findet ihr Teilnehmerlisten. Ihr findet sogar, glaube ich, hat jeder Zugriff auf alle Teilnehmer? Ich wundere mich über dieses zuerst, weil eigentlich, wenn die Leute hier reinkommen und anfangen, ist das Erste, was sie mitbekommen, die E-Mail-Liste. Da hast du recht. Und ich meine einfach deswegen, weil das Forum wird als Vernetzungsplattform eher selten benutzt. Und damit es nicht so wirkt, als ob man zu viel machen müsste, ich glaube, das, was wirklich stattfindet, ist die E-Mail-Liste. Ja, auf jeden Fall. Da kommt ja auch die erste E-Mail von dir dann zum Wochenende. Das heißt, wir haben hier zwei E-Mail-Listen. Also wir haben ganz viele E-Mail-Listen, aber zwei, die dich betreffen. Die eine ist für den Kurs. Da sind halt dann die 10, 15, 20, 30 Leute drin, die den Kurs machen. In dieser Liste kann jeder schreiben. Ja. Und das zweite ist die Gesamt-E-Mail-Liste aller ehemaligen Teilnehmer, die in dieser Liste sein wollen. Auch da kann jeder schreiben, aber die meisten Leute tun es nicht, was gut ist, weil auf dieser Liste wenig los. Und darüber kommt von dir eine E-Mail, hatten wir schon gesagt, ne? Zu Beginn jedes Wochenendes. Am Ende kommt eine E-Mail mit dem Download-Link für das Audio. Und man könnte über diese Liste dann so eine E-Mail schreiben, wie zum Beispiel am letzten Wochenende waren. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Ja. Wir gehen essen. Das ist perfekt. Oder manchmal auch werden dort auf jeden Fall Sachen geteilt. Oder wenn man sich treffen möchte, auch außerhalb der Manchmal kommen da so Sachen wie, wir wollen üben. Also üben. Jedenfalls, es gibt da das. Und man muss auch dazu sagen, viele Kurse, ich halte mich da eher raus, bilden dann auch nochmal WhatsApp-Gruppen oder Slack oder wie heißt das andere? Discord, genau. Telegram haben wir, glaube ich, keine Gruppe, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber das ist dann eigenorganisiert innerhalb der Gruppe. Ja. Genau. Das heißt, Kontakt zur eigenen Ausbildungsgruppe geht eigentlich relativ einfach. Es könnte aber sein, dass man zu mehr Leuten Kontakt will. Ja. Und jetzt kommt das, was du sagen wolltest? Das mit dem Forum. Ja, genau. Da findet man alle Leute, die jetzt dabei sind. Und auch die ehemaligen? Genau. Weil in dieser im Datenschutzblatt, was du am Anfang erwähnt hast, kann man ankreuzen, welche Daten man im Forum veröffentlichen möchte von sich. Die meisten kreuzen an E-Mail und Telefonnummer. Und ab dann sind in diesem Forum, was ein geschlossenes Forum ist, von außen nicht zugänglich, sind dann von den im Augenblick ungefähr 500 Leuten, die dem zugestimmt haben, die Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummern, die sind auch nach Kursen sortiert, sodass man also auch wirklich da jemanden suchen kann. Und wenn die Leute ihre Daten aktuell halten, dann findet man da halt E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und eine weitere Möglichkeit ist ja zum Beispiel die Webinare am Donnerstag. Unbedingt. Ich würde sogar sagen, das ist die erste, also die einfachste. Weil das auf jeden Fall. Ins Forum zu gehen, jemanden anzusprechen, ist schon seltsam, aber wir machen halt... Jeden Donnerstag ist ein Webinar und meistens sind sie live und da kommen normalerweise so knapp 100 Leute und wenn ich das Webinar gebe, dann habe ich halt von 19 bis 20 Uhr ungefähr Webinar, da rede ich, dann kommt hinterher nochmal vielleicht eine halbe Stunde, wo miteinander geredet wird und dann schalte ich mich aus und übergebe den Host an dich und dann geht es bis 1 Uhr früh oder wann? Ungefähr. Erzähl mal, was passiert da so? Ja, na, wir sitzen dann meistens und unterhalten uns noch mit den Leuten über jegliche Fragen oder Sonstiges und lernen uns gegenseitig kennen. Und ja, ist manchmal ein bisschen spooky, wenn dann so irgendwie 5 Leute reden und 30 Leute gucken zu mit Kamera aus. Aber das ist der. Ja, aber wir wissen ja inzwischen, dass sie das zum Teil wirklich genießen. Ne? Ja. Die finden, dass der kommt, Mama, so, oh, ihr habt so tolle Gespräche, ich kann überhaupt nicht mehr weghören. Aber ich glaube, das ist eine Stelle, wo man wirklich gut Leute halt
Leute kennenlernen kann, die zur erweiterten Community dazugehören. Auf jeden Fall. Ich wurde jetzt auch letztens nach Rostock eingeladen, ne? Für die Ferien. Also insofern, da geben sich tolle Sachen. Dann gibt es Edumanto, über das wir nachher noch reden. Da ist relativ wenig Vernetzung, außer über die Kurse. Aber ein Punkt, den ich für die Vernetzung noch sehr wichtig finde, sind unsere 2 bis 3 Erlebniswochenenden im Jahr. Das ist ja wirklich die Community-Party. Ja. Ja. Das nächste ist am 24., 25. September. Stimmt das? 2023. Da kommen dann halt um die 100 Leute. Und die kommen aus allen Kursen und extern. Und es ist ja dann auch genauso gemacht, dass man da so eine Art Party miteinander feiert. Ja. Fehlt noch was von Online-Ressourcen? Zum Vernetzen nicht, aber wir können ja mal aufzählen, was es sonst noch so gibt, wenn man sich einfach weiterbilden möchte oder nochmal Infos haben möchte. Ja, ist eine gute Idee. Ja, da können wir ja gleich bei Edumanto bleiben, wo wir eben waren. Da gibt es ja viele verschiedene Kurse über Modeling, NLP und jetzt 2 neue Sachen. Update, Supervision und eine Storytelling-Gruppe. Ja, jetzt lernt ihr noch jemanden kennen. Wir machen gerade eine Videoaufnahme. Komm rein. Die geht hinterher ins Netz, die geht online. Was tut mir? Ist völlig in Ordnung. Ich sag mal, dass ich da bin. Ja, alle hören dich jetzt. Wir machen nämlich hier gerade eine Videoaufnahme für die neuen Teilnehmer, was die wissen müssen, wenn sie bei uns Seminare besuchen. Und jetzt könnten die, wenn du dich dann kurz hertraust, auch mal die Co-Trainerin kennenlernen. Du bist noch nicht auf dem Bild, du musst hier rein. Das ist Dagmar Hallo. Ling. Ich freue mich, dass ich reingekommen bin. Jetzt bin ich in der Aufnahme. Genau, jetzt wirst du berühmt. Genau, also unsere Online-Sachen sind, ich glaube, man kann es am einfachsten sortieren nach Text, Audio und Video. Das heißt, wir haben der längste Text ist der Newsletter, inzwischen knapp 300 Folgen. Woche für Woche erschienen. Das ist eigentlich ein fettes Buch inzwischen, ein Kapitel unterteilt. Es gibt mehrere E-Books von mir, an die man rankommt. Es gibt im Forum einige längere Artikel. Es gibt im Forum vor allem alle Skripte, wobei die von Practitioner und Master sind für alle zugänglich. Die Skripte für Trainer und Coach sind nur für die Trainer und Coaches zugänglich. Das ist der Textteil. Dann gibt es das Archiv für die Podcasts. Das sind inzwischen gut 50 Podcasts und noch ein paar alte. Ich würde sagen, insgesamt vielleicht 50, 60 Podcasts von jeweils ungefähr einer Stunde. Dann gibt es, und ich glaube, an dieser Stelle ist die Überfülle schier erschlagen, die Videos. Wie viele sind das? 200, 300? Keine Ahnung, Unmengen. Wenn du die von YouTube auch noch dazu zählst, also viele. Aber das müsstest du eigentlich viel besser sagen können, weil du bist die Hüterin des Archivs. Ja, aber ich habe wirklich noch nie zusammengerechnet, muss ich gestehen. Nee, aber was es da alles so gibt? Also was man da so findet? Ach so, ja natürlich. Also vor allem, wir sind jetzt dabei, unsere Kursplattform Edumanto alles dort rüber zu ziehen, weil vorher war es halt an vielen verschiedenen Stellen. Und genau, auf Edumanto findet ihr die Webinare von den letzten 3, 2 Jahren, also 21, Nein. 22 und 23. 2015 ist das erste. Ja, dazu komme ich ja noch. Das sind ja die Schätze, ne, die wir jetzt langsam Woche für Woche, genau, kommen nämlich die Schätze von früher, wo ihr Ralfs Webinare von 2015, 2016, 2017 nach und nach freigeschalten bekommt und auch die Themenabende, die hier vor Ort aufgenommen wurden aus dieser Zeit. Und das sind wirklich so Schätzchen, die man sich anschauen sollte. Genau, dann gibt es ja die Kurse, die wir vorhin schon erwähnt hatten, NLP wirklich nutzen. Und auch einen Psychografiekurs, den ich allen sehr ans Herz lege. Und den Vorbereitungskurs. Und Modeling-Kurs. Modeling und NLP, genau. Ja. Und jetzt gibt es ja dann noch neue Kurse, die gerade starten. Einmal das NLP-Update. Genau, 3 Sachen. Es gibt ein monatliches Update, also auch so ein monatliches Treffen, auch zum Vernetzen. Extra mal vergessen, das ist eigentlich auch sehr gut zum Vernetzen geeignet. Ja. Wo ich einmal im Monat einlade die ganze Community, wo ich eine knappe Stunde mache Update. Was hat sich in den letzten 4 Wochen verändert, entwickelt, was gibt es Wissenswertes? Mhm. Und dann nochmal eine knappe Stunde Supervisionsthemen von allen mit der Idee, sich vernetzen zu können. Und alle Aufzeichnungen kommen hinterher auch auf Edumanto zum Angucken. Ja. Als zweites Neues ein Kurs über Storycode, da besprechen wir Filme. Das wird dann auch immer mehr Videos, die da sind. Und noch einen dritten Kurs, der startet demnächst über Sprache im NLP. Genau. Also viel. Es ist eher so, dass die Teilnehmer über die fehlende Zeit klagen, um sich alles ansehen zu können, als zu wenig Ressourcen zu haben. Und natürlich kommt für dich dann noch dazu die Aufzeichnungen von deinem Kurs, den du besucht hast. Und das ist schon echt dann reichlich. Das ist jede Menge. Gut. Durch? Ja,
da sind wir mit durch. Dann geht es im dritten Video gleich um die Frage des Trainingsabschlusses, Zertifizierung, Weitermachen, Wiederholung und ähnliche Themen, oder? Genau. Gut, bis gleich. Bis gleich. Tschüss.